Das Problem ist, dass die Arktis wesentlich schneller erwärmt als der Rest. So, das lässt sehr viele Mechanismen zum Erliegen, zum Beispiel den Jetstream, zum Beispiel den Golfstrom. Ja. Solche Dinge, die das ganze Klima, das Weltklima antreiben, lässt es zum Erliegen kommen. Das heißt, Dürren werden viel länger, Regenzeiten werden viel länger. Diese ganzen Extreme werden viel heftiger. Das Wetter sich einfach nicht mehr so ändert. Das heißt, und nur weil wir, weil es vielleicht ein bisschen komisch ist oder was, weil, oder Wetter gab es schon immer und so. Wir können eine eigene Meinung haben, nur in dem Fall ist es, glaube ich, ein bisschen fahrlässig, diese Meinung als gegeben hinzunehmen, wenn alle Klimaforscher sagen, nee, nee, Leute. Oder? Würdest du nicht auch sagen? Ich weiß nicht. Kennst du dich besser aus als 99% der Klimaforscher? Sei mal ehrlich. Vermutlich nicht. Nee. Ja, das wollte ich einfach nur damit sagen. Ja, gut, dass du es auch nochmal sagst. So, ich denke nämlich auch. Ne? Das wäre schon ein bisschen vermessen zu sagen, nur weil es mir nicht in den Kram passt, ist es nicht so. Und ich glaube, das können wir als gegeben hinnehmen und wir sollten unser Möglichstes tun, dagegen anzukämpfen. Natürlich ist es so, dass wir das Klima gar nicht brauchen, um zu sagen, wir sollten das nicht mehr tun. Das ist eigentlich genug. Dass wir jemanden umbringen, der nicht sterben will, nur weil er gut schmeckt, ist ein Unding. Das ist Gesetz des Stärkeren oder so ein Scheiß. So wollen wir doch eigentlich gar nicht sein. Ja. Ja? Stell dir mal vor, du wärst das Opfer. Dann würdest du auch nicht sagen, ja gut, du kannst es halt, schmeckt dir halt, ja toll. Nee. Ne? Es ist halt einfach scheiße. Ich glaube, nur bei dir nicht. Ich, mehr Gedanken, ich würde auch sagen, genau. Im größeren Zeitraum. Ja. Aber prinzipiell weiß ich es, glaube ich, schon, dass es falsch ist, oder? Ja, gut. Oder? Braucht man gar nicht so viel drüber machen. Kann ich jetzt so direkt gar nicht so sagen. Ich meine, klar, es ist halt vor eine Sache, ne? So eine Sache. Aber magst du Hunde? Hast du einen Hund? Ich habe keinen Hund. Eine Katze? Eine Katze habe ich. Ja. Hast eine Katze? Ja. Was würdest du sagen, wenn ich komme und deine Katze umbringe, weil sie dir gut schmeckt? Katze gut, ne? Würdest du, wenn deine Katze krank ist, ne? Kann ja sein. Ich will jetzt nicht hoffen, dass es irgendwann passiert, aber ja. Ich hatte auch mal eine Katze, hatte dann Nierenprobleme und so. Beziehungsweise meine Frau, die ist mir sehr ans Herz gewachsen, hat dann Nierenprobleme. Und würdest du deine Katze zu diesem Metzger des Vertrauens kommen? Nee. Warum denn nicht? Ich denke, das ist so toll, was da passiert. Ja, also zum Ersten, bei uns ist es nicht so, dass man Katze oder so ist, sage ich jetzt mal vor. Ich meine, klar, auch ein Tier wie ein ganz Lippen genau so ein Tier. Das ist kein Unterschied. Ja, es ist halt. Deine Katze hat genauso eine Persönlichkeit, wie ein Schwein eine Persönlichkeit hat, wie ein Huhn eine Persönlichkeit hat, wie eine Kuh. Du kannst das gleiche Verhältnis zu ihr aufbauen. Und welches Verhältnis wir zu irgendeinem Tier haben, sollte keinerlei Rolle spielen, ob wir dieses Tier umbringen oder nicht. Das Einzige, was eine Rolle spielt, ist, wie wertvoll ist das Leben für das Tier selber. Ne? Ob du für mich einen Wert hast, spielt keine Rolle. Ich bringe dich nicht um, weil ich weiß, dass dein Leben für dich einen Wert hat. Ja. Weißt du? Und genauso ist es mit Hühnern, mit Katzen, mit Schweinen. So. Und jetzt ist die Frage ja nicht, ob wir die essen. Die Frage war sogar nicht mal, ob wir sie einfach so ohne Grund im Kindesalter zu diesem Metzger schicken, so wie wir das mit diesen Tieren machen, sondern deine Katze ist krank. Ja. So, und du würdest jetzt wahrscheinlich zum Einschläfern bringen, oder? Und nicht zu diesem Metzger des Vertrauens. Ja gut, so sterbenskrank, dann vermutlich ja. Ja, warum? Ich denke, das ist so super. Ich meine, sie kriegt einen Bolzenschuss, sie kriegt einen Hals durchgeschnitten, sie wird ausbluten gelassen, kriegt das Fell abgezogen, wird in kleine Teile geschnitten. Ist doch super. Hab ich nie gesagt. Nee, aber du hast gerade, das ist human und würdevoll. Was? Beim Metzger des Vertrauens. Weil, also ich sag mal so, es ist halt nicht das, was in der Macht passt hier halt. Ist besser, ich ne? Ich weiß, wo es herkommt, wie es gezüchtet wird. Ja, ja. Und meiner Meinung nach ist das dann... besser, oder? Meiner Meinung nach schon, ja. Das ist meiner Meinung nach auch. Und wenn das die einzigen beiden Möglichkeiten wären, die wir haben, wäre das total... Ne, würde ich auch sagen, wir sollten es so gut machen wie möglich. Nur es gibt eine dritte Option, Leute. Und das ist die einfach nicht umzubringen. Sie nicht zu züchten, sie nicht einzusperren, ihnen nicht die Kinder wegzunehmen, sie nicht zu behandeln, als wären sie Sachen, sondern im Sinne der Tiere zu entscheiden. Deine Katze muss ja wahrscheinlich nicht sehr viel tun, muss wahrscheinlich nur einen ganzen Tag rumliegen und
ne? Lieb aussehen, süß aussehen. So. Warum müssen die jetzt alles geben, was sie haben? Warum müssen wir ihnen alles nehmen? Warum müssen wir ihnen ihr Leben nehmen? Obwohl wir das alles nicht brauchen. Weil wir es essen wollen. Ja, weil wir es essen wollen. So. Und wir können auch was anderes essen. Das ist unsere tolle Chance, die wir haben. Wir können im Supermarkt ein Regal weitergehen und Pflanzenmilch kaufen. Wir können im Supermarkt ein Regal weitergehen und sogar Burger heutzutage essen und Schnitzen und alles, was wir wollen. Ne, einfach aus Pflanzen. Ja. Niemand wurde umgebracht, keine tierischen Fette drin, kein Cholesterin drin. Ihr müsst überlegen, ein Drittel der Menschen stirbt an einem Herzinfarkt, weil wir Tiere essen. In wie viel Cholesterin ist in Pflanzen? Keine Ahnung. Keine Ahnung? Gar keins. Null. Ja. Das heißt, ein Drittel der Menschen stirbt eigentlich einfach nur sinnloserweise an koronarer Herzerkrankung. Sehr viele Menschen sterben an Krebs. Weil wir zum Beispiel unser Leben lang Muttermilch von Kühen trinken und Produkte aus dieser Muttermilch, die ja dafür da ist, Zellwachstum anzuregen. Ja, ist natürlich toll, wenn man ein Säugling ist, und ist ganz beschissen, wenn man ausgewachsen ist. Stimmt. Stimmt. Ja. Weiß nicht, kann sein. Könnt ihr es euch denn mal vorstellen, mal für 3 Wochen das auszuprobieren? Ja, ausprobieren wahrscheinlich ja, aber ob es halt so hält, dann... Na gut, das kann man vorher nicht sagen. Ne? Die Sache ist die, da seht ihr jetzt zum Beispiel gerade, wie die Küken geschreddert werden. Da habt ihr zum Beispiel gerade gesehen, wie die Küken geschreddert werden. Ne? Ja. Die Sache ist die, wir haben uns als Kind nie dafür entschieden, eigentlich Tiere zu essen. Ja, wir sind in eine Gesellschaft reingeboren worden, wo das normal ist. Ihr habt vorhin gesagt, ja, hier essen wir ja keine Katzen. So, wärt ihr in Asien geboren, würdet ihr Katzen essen. Und das ist einfach nur, ich sag mal, Gewohnheit. Es ist Programmierung ein bisschen, soziales Umfeld, ne? Einfach nur Gewohnheit. Ja. Was kann man tun, um eine Gewohnheit zu ändern, weil wir festgestellt haben, dass diese Gewohnheit falsch ist? Was würdet ihr sagen, was man machen könnte, um Gewohnheiten zu ändern? Dumm gesagt, einfach anders machen. Ja! Aber das ist so geil, das ist nicht dumm gesagt, das ist voll schlau gesagt. Weil genau das machen wir, um Gewohnheiten zu ändern. Wir machen eine Zeit lang was anderes und dann ist das die Gewohnheit, ne? Ja. Wenn ich gewohnt bin, einen bestimmten Weg zur Arbeit zu gehen, da ist eine Baustelle, gehe ich woanders lang. Dann ist das meine Gewohnheit. So, ganz normal, ne? Weil es wahrscheinlich ziemlich dämlich ist, da weiter lang zu gehen. So, okay. Was glaubt ihr, wie lange man was anderes machen muss? Wie lange muss man was anders machen, bis es eine Gewohnheit ist? Wie lange genau, keine Ahnung, aber eine gewisse Zeit schon. Eine gewisse Zeit. So ungefähr ein halbes Jahr, 5 Jahre, 10 Jahre. Also wenn... Ich sage jetzt mal so, wenn ich meine Ernährung jetzt komplett umstellen würde, nur auf pflanzliche Produkte oder so, erstmal die ganze Umstellung und alles. Ja, 3 Monate. Ja. Also es sind 3 Wochen. Drei Wochen. Es ist natürlich individuell ein bisschen. Ne? Ja. Der eine braucht ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Aber die Wissenschaft sagt, um eine Gewohnheit zu ändern, müssen wir 21 Tage was tun. Ja. Ist doch nicht lang, ne? Das sind 3 Wochen. Wir können damit 14 der 15 häufigsten Todesursachen zumindest positiv beeinflussen. Herzinfarkt wahrscheinlich sogar ganz ausschalten als Todesursache. Sogar in manchen Kliniken wird eine pflanzliche Ernährung anstatt Medikation gegeben. Anstatt Medikamenten bekommen die Leute eine pflanzliche Ernährung verschrieben und sind danach von ihrem von ihrer koronaren Herzerkrankung befreit. Überlegt euch das mal. So. Ja. Aber nur so am Rande. Ne? Ja. So. Das ist eine. Dann haben wir das Bestmögliche getan, um den Klimawandel aufzuhalten. Die Universität von Oxford hat die größte Studie, die je gemacht wurde, bezüglich Farmen. Und da haben die alle möglichen Arten von Farmen, also Gras, Bio, ne, alles Mögliche, Massentierhaltung verglichen. Und die sagen ganz eindeutig, wirklich die größte Studie, die je gemacht wurde in diesem Feld, sagen ganz eindeutig, vegan zu leben ist der größtmögliche Schritt, den jeder von uns allen tun kann, um den Klimawandel aufzuhalten. Ist doch krass, ne? So, und das habt ihr getan. Ihr lebt auf einmal im Einklang mit euren Werten.
weil ihr nicht mehr kleine Kinder von ihren Müttern trennt, Schweine lebendig in kochendes Wasser schmeißen lasst, nur damit ihr danach irgendwas essen könnt, was vermeintlich so toll schmeckt, aber eigentlich seid ihr einfach nur dran gewöhnt. Und dieser Geschmack lässt sich super pflanzlich nachmachen, haben wir auch schon gesehen. Wenn ihr jetzt noch Zeit habt, zum Beispiel hier oben ist die Zeil Kitchen, 100 Meter oder 150 Meter weg in die Richtung, auch komplett vegan, da gibt es Torten, Burger, Tacosalat, alles, ne? Schnitzel, alles. Also wirklich richtig geil. Ja. Also wenn ihr noch Zeit habt, vorne dran ist auch so ein kleiner Kiosk, heißt Zeil Express, da gibt es so eine Art Döner und sowas. Auch alles vegan. Ja, mal ausprobieren. Ich glaube 3,90 Euro, das ist nicht teuer. Nee, ich will mal machen. Ja, ist richtig geil. Ja, wir wollten eh essen gehen. Echt? Ja, oh, geht da hin. Also ja. Wenn ihr richtig essen gehen wollt, geht rein. Da gibt es einen Moving Mountain Burger, ey, der ist... Ey, ohne Schall. Ja, wenn es euch nicht schmeckt, kommt ihr wieder, bezahle ich ihn. Also der ist wirklich so geil. Wir haben da schon manchmal Leute reingesetzt, die haben gesagt, ich esse immer nur Fleisch, ich werde immer Fleisch essen. Ne? Und dieser Geschmack kann man nicht nachmachen. Wir haben die wirklich, also Domenico, ich weiß gar nicht, wo er ist gerade, der hat den mitgenommen, hat den hingesetzt und gesagt, hier, mach dir mal einen Burger. Der Typ, der hat fast Tränen in den Augen. Ja. Ja. Weil es einfach überhaupt gar nicht darauf ankommt, dass diese Proteine oder diese Nährstoffe aus Tieren kommen. Ist egal. Ja? Ist jetzt zum Beispiel aus Erbse. Scheißegal. Schmeckt genauso. Ne? Und das ist viel gesünder. Das ist super, dass ihr das ausprobieren wollt. Ich gebe euch mal eine Karte von uns mit. Alle beide so. Wenn ihr jetzt sagt, ich möchte es ausprobieren, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, das gezeigt zu bekommen, wie man das am besten macht. Ich zeige es euch mal an der Karte. Und zwar ist der Anfang am wichtigsten. Klar, wir wollen, dass ihr am Anfang Gewohnheiten umstellt. Dafür muss man was anders machen, hast du selber gesagt. Und diese Vegan 22, das ist eine 22-Tage-Challenge, ein Tag mehr als diese 21 Tage, wäre extra sogar. Da könnt ihr das machen, wenn ihr Facebook habt. Ansonsten veganstadt.de ist von Peter, ist 30 Tage. Ja. Und es gibt was ganz Tolles, gebe ich euch gleich einen Flyer mit, das heißt Veganuary. Ist ja noch Januar. Viele Leute machen sich so gute Vorsätze für den Januar und so. Ja. Daher kommt das so ein bisschen, hast Veganuary, habt ihr vielleicht schon mal gehört davon. Machen auch sehr viele Geschäfte mit und Firmen und Promis und so. Einfach sagen, den ganzen Januar leben wir mal vegan. Da kriegt ihr jeden Tag Infos. Ihr kriegt Filmtipps, ihr kriegt Informationen, ihr kriegt zum Beispiel auch so coole Sachen gesagt, wie das war eh schon vegan. Zum Beispiel Oreos sind vegan, wissen viele nicht. Ne? Denken, da wäre Milch drin. Ne? Mannerwaffeln und so. Also unabsichtlich vegan. Versehentlich vegan. Und halt auch Sachen, wie man Sachen selber machen kann. Ne? Zum Beispiel Käse. Boah, ich habe Camembert jetzt selber gemacht. Das ist der Hammer. Kann man mir selber machen. Richtig mit dem Pilz drüber und so. Ja. Ja. Da haben wir einfach einen Kühlschrank. Aus Cashews. Ne? Was weiß ich, was in dem gekauften Camembert drin ist. Auf jeden Fall ist schon mal Muttermilch von schwangeren Kühen drin. Was eine saudumme Idee ist. Da sind Östrogene drin und alles, Hormone. Das sind Mütter, ne, die gerade schwanger sind, denen wir die Muttermilch wegnehmen. Ist total bescheuert, das zu machen. Ja. Das ist schon mal nicht drin. Ich habe selber reingemacht. Da ist nur Salz drin. Selber reingemacht. Cashews, Wasser. So, und ein kleines Stück von gekauften veganen Camembert, weil da sind diese Kulturen drin, diese Pilzkultur. Einfach ein ganz kleines Stück mit reingemacht. Und dann habe ich das in den Kühlschrank gestellt, muss alle 3 Tage mal gewendet werden. Und mittlerweile hat er echt schon so ein Pflaumen. Ich habe sogar ein Bild davon, wollt ihr das sehen? Ja. Bin ganz stolz. Und das ist so, wisst ihr, hier. Ist einfach nur geil. Nach ein paar Tagen ist es komplett voll damit. Und schmeckt wirklich genauso. Es schmeckt genauso. Du hast es selber gemacht. Überleg mal, wie geil das ist. Und das gilt für. Ja. Ich dachte, oh Gott, kann ich nie wieder killen. So ein Schwachsinn. Ja? War eine Frage, wie oft haben Sie das Bild von dem Camembert schon den Leuten gezeigt? Ist heute Morgen gemacht. Ist heute Morgen gemacht. Ihr seid die Ersten. Nein, deswegen ist das erste Bild, was hier ist. Ja, habe ich heute Morgen gemacht. Frisch gewendet sozusagen. Weil es halt einfach ist, ich hätte selbst nicht geglaubt, dass es so einfach geht. Und das ist halt einfach so geil, man lernt so viele neue Sachen kennen. Ne? Wir sind es irgendwie gewohnt, irgendwie Eier in Kuchen zu meiern und so, brauchen wir nicht. Ja, lässt einfach weg, geht genauso gut. Banane rein, dann geht es genauso gut. Apfelmus geht genauso gut. Und wir machen das, obwohl wir gar nicht so genau wissen, warum wir diese Eier überhaupt da reinmachen. Das ist einfach totaler Schwachsinn. Wir sterben da dran. Obwohl wir gar nicht so genau wissen, warum. Nur weil wir da reingeboren wurden. Lass uns unser Gehirn anstrengen und selber entscheiden.
Ja. Na, egal, ob wir in Asien geboren wurden und auf Katzenknochen rumkauen oder hier und auf Hühnerknochen rumkauen. Lass uns selber überlegen. Lass uns überlegen, brauchen wir das? Lass uns überlegen, ist das mit unseren Werten im Einklang? Wollen wir das? Und dann lass uns Entscheidungen treffen. Mhm. Ja? Und da muss man, es ist wirklich eine Art Sucht. Also bei Käse ist sogar wirklich eine Sucht, das sind Casein und Morphine werden ausgeschüttet, weil unser Belohnungssystem ja immer noch so ein bisschen, wir sind immer noch Säuglinge sozusagen, wir reagieren immer noch auf Muttermilch und da ist konzentrierte Proteine drin, ne, aus Muttermilch, ja. Ist krass. Kriegen wir, ist wie Opium, tatsächlich, es sind Opiate, die da entstehen. So, das heißt, es ist eine Art Sucht und um zu erkennen, dass eine Sucht, dass wir das eigentlich gar nicht brauchen, und so muss man erstmal raustreten. Ja. Ne? Das ist wie wenn ihr einen Raucher fragt, brauchen wir Zigaretten? Ja, brauchen wir. Natürlich brauchen wir keine Zigaretten. Ne? Aber um das zu erkennen, muss ich Nichtraucher sein. Ja. Und um zu erkennen, dass ich keinen Käse brauche, muss ich Nicht-Käseesser sein. Weil erst dann kann ich ohne dieses Belohnungssystem, ohne dieses Suchtsystem wirklich entscheiden. Vorher, ja, brauche ich. So gelüstchenmäßig halt. Ne? Ja. Und genauso ist es mit diesen ganzen tierischen Produkten. Wir brauchen keine Leichenteile. Wir brauchen keine Muttermilch und keine Hühnermenstruation. Wer euch was anderes erzählt, der lügt einfach oder macht sehr viel Geld damit. Ja? Okay, ja. Lasst euch von den Leuten das sagen, die kein Geld damit verdienen. Ne? Und nicht von denen, die Werbung machen. Nicht von denen, eine Industrie hat uns weiß, hat der schlauesten Spezies der Welt weiß gemacht, dass sie Kuhmuttermilch braucht. Das scheint ganz gut zu funktionieren. Ne? Und um männlich zu sein, müssen wir Fleisch essen. Ganz wichtig. Ja. Es ist PR, da müssen wir ganz klar sein. Muss uns ganz klar sein. Ja, ich hole euch mal eben noch den Flyer und dann bin ich gleich wieder da. So, hier ist der Veganuary Flyer. Ist eigentlich nur die Adresse wichtig, aber es ist ein cooler Flyer. So. Und hier noch, weil du vorhin gemeint hast mit den Nährstoffen, habe ich dir mal so ein paar Sachen, dass da klar ist, dass das... Das wird ja aufgenommen, gell? Genau. Und Stimme auch. Ja, genau. Wird es irgendwo hochgeladen oder so? Also wir machen das unkenntlich immer. Ne? Ja, da kommt so ein Comicfilter drüber. Ja. Das wird hochgeladen. Kennt ihr den Channel Be The Voice? Wahrscheinlich nicht, ne? Nee. Ja, da wird es hochgeladen. Okay, gut. Aber man erkennt euch nicht und gut. Alles easy. Alles klar. Wollt ihr mal in die Zahlkitchen gehen? Ja, man muss aber erst mal kurz woanders denn. Ich muss erst mal zur Apotheke gehen. Also ich habe wirklich das Gefühl, dass ihr eigentlich erkannt habt, dass hier irgendwas faul ist, ne? Ja, so. Und ich kann euch eins versprechen, wir alle hier. Wir haben alle Veganer mal für totale Spinner gehalten. Also, ich auch, ne? Ich weiß noch, ich sehe es noch vor mir. Ich war vorher vier Jahre Vegetarier auch und dachte, ich mache alles richtig. Ne? Alles easy. Gelegen eh Eier, geben eh Milch, alles easy. Und da habe ich mal so in so einem Forum gelesen, hat einer geschrieben, ja, also gesundheitlich bringt es euch überhaupt nichts, vegetarisch zu leben und ethisch schon mal gar nicht. Und ich habe nur so gedacht, hä, was labert der für eine Scheiße? Ne? Natürlich bringt das was, wir bringen die Tiere nicht um. Heute weiß ich es besser, wir bringen alle Tiere um. Es gibt kein Altersheim für Milchkühe. Die werden alle umgebracht, wenn die Milchleistung nachlässt. Es gibt kein Altersheim für Legehennen. Die werden alle umgebracht, wenn die Legeleistung nachlässt. Und was wir hier tun, Kinder wegnehmen. Kinder ins Schlachthof bringen. Kleine Babys mit 6 Wochen bringen wir ins Schlachthof. In die Hölle auf Erden. Kleine Kälbchen. Hühner schreddern. Ja, es ist erstmal eine krasse Erkenntnis, wenn man mitbekommt, dass das eigentlich alles Quatsch ist, was man sich so zusammengelegt hat. Ja. Und ich kann euch nur raten, es mal auszuprobieren und mal aus dieser Perspektive zu sehen und zu sehen, wie einfach es ist. Ja. Ihr habt sehr viel zu gewinnen und eigentlich nichts zu verlieren. Einfach mal diesen Monat auszuprobieren. Ich danke euch vielmals. Komm mal her. War ein ganz tolles Gespräch, wirklich. Macht's gut, ihr zwei. Und lasst es euch schmecken. Danke. Ciao.